Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon-Let's Play. Es ist ein bisschen her, gebe ich zu, seitdem wir das letzte Pokémon-Let's Play gemacht haben. Aber jetzt geht's mal wieder weiter mit Pokémon. Und ja, um wieder den Start in die Pokémon-Ehren reinzukriegen, habe ich mir gedacht, wir spielen mal ein etwas lockeres Spiel, nämlich einen Pokémon-Hack, nämlich Pokémon Crystal Clear. Und zwar ist das ein ganz besonderer Hack, aber was diesen Hack so besonders macht, das erfahrt ihr gleich. Ja, ich habe hier schon mal einen Spielstand begonnen, einfach um zu schauen, ob das alles funktioniert. Jetzt funktioniert ja alles und ja, wir werden jetzt ein neues Spiel machen. Und hier wird auch gleichzeitig erklärt, um was es eigentlich geht in diesem Hack und warum ich genau diesen Hack gewählt habe. Neues Spiel. Und zwar ist dieser Hack folgenderweise aufgebaut. Und zwar, es ist ein Open-World-Pokémon-Spiel. Das heißt, man kann frei entscheiden, wo man eigentlich sein möchte. Und hier zum Beispiel kann man jetzt hier entscheiden, wo wir eigentlich starten möchten, in welche Region. Also ob wir Johto starten oder in Kanto. Und normal ist es ja so, in dem klassischen Kristall-Spiel so, dass man in Johto startet. Aber hier in diesem Spiel kann man jetzt auch in Kanto starten. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch. Ja, wir wollen in Kanto starten. Und ja. Was noch geil ist, hier können wir unseren eigenen Charakter erstellen. Willkommen bei der Charaktererstellungsbildschirm. Die Spitze von dem Bildschirm, von den Bildschirmanzeigen zeigt die Farbe und die Sprites an. Drücke links und rechts, um zu scrollen, durch die Tabs zu scrollen, ja. Drücke A auf, um zum Betreten, um einen Tab zu betreten und B, um einen Tab zu verlassen. Stell sicher, um auch für die ganzen Kontrollanzeigen an der. Achso, ja, hier unten. Da unten steht B und A, genau, da steht es immer dran. Da kann man sicherstellen, ob man die passenden Tasten wählen kann, ja. Und hier kann man jetzt auswählen das Modell und die Farbe. Ich glaube, ich fange zuerst mit dem Modell an. Und da gibt es verschiedene. Hier zum Beispiel Präsenz. Was ist das denn? Ich muss jetzt hier mal ein bisschen durchwuscheln hier. Genau, das sind die Charaktermodelle. Und wir können hier sogar als Blau spielen. Als ein Angler, als Silber können wir spielen. Lena, Team Rocket Typ. Tja, was nehmen wir denn da? Ich hätte mal Lust, mit Gary Eich zu spielen, so. Präsenz, hier können wir die Farben auswählen anscheinend. Präsenz. Gibt es hier noch weitere? So, ah ja, Tatsache, hier sind... Nee, Quatsch, das ist was anderes. Ah, Blue, Yellow, Silver. Boah, was nehmen wir denn das? Also man kann sich den Charakter so erstellen. Gott, das gefällt mir alles nicht so. Das Blaue, das passt mir ganz gut. Gender. Wir kommen jetzt hier auf diesen. Was ist denn dann? Kein. Hey, was ist denn Geschlecht? Ich habe kein Geschlecht. Alles klar. Okay. Ich glaube, wir bleiben bei Mail, oder? Ja, bleiben wir bei Mail. So, hier können wir die Hautfarbe noch anpassen. Zum Beispiel hier kann man etwas dunkler machen. machen wir so. Diese Farbe gefällt mir ganz gut. Typ optional, was ist das? Oh Gott! Boah! Ja, das Lila, das ist. Grün. Weiß nicht, das Grün, das Rot, das gefällt mir ein bisschen. Hier können wir noch das Ganze ein bisschen mehr anpassen von der Farbe her. Ja, ich denke, ich bin damit zufrieden. Man kann sich hier natürlich frei austoben. aber ich denke mal, das sollte reichen. Mir gefällt der Charakter eigentlich schon. So, jetzt haben wir den Namen. Janka. So.
So, und hier kann man seine Tasche anpassen. Das bei jedem Typen eine McDonald's-Tasche. Man beachte das M hier an der Tasche. Na, für Werbung für McDonald's will ich es eigentlich nicht machen. Ja gut, bis auf die Farbe ändert sich hier nicht viel, ne? Hier sind wieder andere Modelle. Das sieht irgendwie aus wie ein Radio. Wie so ein mobiles Radio. In verschiedenen Farben wieder. Hier so ein Rocket-Beutel. Hier so ein Militär-Beutel, der taugt mir eigentlich. Und hier so ein, ja. Irgendein Mädchen-Zeug. Kawaii, ne? Hier so voll Kawaii-mäßig. Was haben wir hier? Hier so ein Harry Potter-Rucksack, wie aus den 90er Jahren. Hier ein Flagman, ne, das gefällt mir, das sieht cool aus. Und hier ist ein Pikachu. Auch in verschiedenen Farben. Was ist das hier eigentlich? Das sieht aus, als hätte irgendjemanden den Kopf geöffnet und man sieht seine Hirnmasse, die sich gerade so bewegt. Ich glaube, ich bleibe beim Pikachu. Hier kann man auch noch die Farbe des Dingens verändern. Orange gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, bleib mal bei Orange. Jetzt können wir noch die Pokégear-Farbe verändern. Ich glaube, ich nehme da auch Orange. Passt gut zur Tasche. Und jetzt können wir hier unseren Starter festlegen. Ich habe mir schon für einen Starter entschieden. Und zwar bin ich ja ein etwas anspruchsvollerer Spieler. Ja, man kann hier die verschiedensten Pokémon nehmen, aber nicht alle, sondern nur so vorgegebene. Slowpoke, Yubong, Hundester, Ponyta, Voltoball. Porygon sogar, Vulpix, Pichu, Togepi, Rabaut. Ja, die ganzen Baby-Pokémon. Ditto sieht ganz witzig aus. Und Carpador und Shuckle. Tja, viel Spaß mit Carpador anzufangen. Ich entscheide mich allerdings hier für den etwas anderen Starter. Nämlich, ich nehme Cognito. Und wir werden Inkognito auch im Team behalten. Ja, jetzt wird es erstmal eingefangen mit einem Starterball. Einfach weil, ja, Inkognito ist so ein Pokémon, das ist etwas so im Hintergrund. Und ich will dem eine Chance geben in diesem Spiel. Morgen, Tag, Nacht. Wir haben jetzt nachts 10 Uhr. 10 Uhr, ja. 10 Uhr 8. Also, wir haben jetzt 22 Uhr 8. Ist eigentlich unrelevant, weil, wenn ich das Datum wissen will, schaue ich auf Windows. Haben wir Dienstag oder Mittwoch? Ich glaube, heute ist Dienstag, ne? Ja, es müsste Dienstag sein. Ich weiß es gerade nicht so genau, weil ich bin gerade freigestellt wegen Corona. Deswegen weiß ich das gerade nicht so auswendig. Aber heute müsste Dienstag sein. Ja. Ja, und jetzt erhalten wir noch weitere Hinweise. Hi Leute, hier ist euer alter Kumpel Shockslayer und heute werde ich euch erzählen über Crystal Clear. Was, ja. Es gibt sehr viel, was es hier gibt in diesem Hack, aber zuerst zeige ich euch mal die grundlegenden Sachen hier. Erstens, die Welt ist Open World, also man kann sie frei betreten überall. Es gibt weniger Beschränkungen beim Reisen und um andere Areale zu betreten im Spiel. Ja. Zweitens, das Spiel skaliert mit der Anzahl an Orden. Das heißt, je stärker du wirst und mehr Orden du erhältst, desto anspruchsvoller wird's. Und Arena-Leiter können nochmal herausgefordert werden und jede gesperrten Level werden mit dem Reden mit der Pokémon-Statue geklärt.
geklärt. Keine Ahnung. Irgendwie so, wir werden das schon herausfinden. Okay, ja. drittens, neue Features are highly recommended. Reading the documentation provided for this, but a good start is the options and music menus. Okay, anscheinend gibt es andere Optionen und Musikmenüs, das können wir hier auch noch anschauen später. Dir fällt bestimmt auf, dass du, nachdem du deinen Start erhalten hast, du gefragt wirst, um zu speichern. Kombiniert mit dem neuen Schnell-Fortsetzen-Feature wirst es dir erlauben, schnell zu resetten, um Shiny-Pokémon schneller zu bekommen. Geschenk-Pokémon, wie zum Beispiel ein Starter, haben erhöhte Wahrscheinlichkeiten, dass die Shiny sind. Okay. Und alle Encounters haben immer noch die Wahrscheinlichkeit 1 zu 8892, dass sie shiny sind, okay. Bestimmte Events, wie zum Beispiel ein Pokémon freilassen, will not show the overworld as a shiny and will play the sound. Das kann ich jetzt leider nicht übersetzen. Viertens, a handful or newer has been added. Also es wird ein neues Areal hinzugefügt, die es nicht gab im Originalspiel. Aber keine werden wirklich benötigt, um das Spiel durchzuspielen. All of our new stuff will be optional. Okay. Sechstens, alle 251 Pokémon sind verfügbar und zu fangen. Also man kann hier alle Pokémon fangen im Spiel. Und ja, genau. Und ja, die ROM-Hex ist kompatibel mit anderen Spielen, wie zum Beispiel Pokémon Stadium. Und ja, das ist jetzt unrelevant für uns, weil wir tauschen hier wahrscheinlich eh nicht in dem Spiel. Genau, ja, und grundsätzlich wurden alle Areale und alle Pokémon überarbeitet. Das betrifft auch alle geschenkten Pokémon und alle Encounter, also alle wilden Pokémon, die wir so antreffen. Genau, und die meisten sind verfügbar, wenn wir die Top 4 besiegt haben. Und es gibt so neue Sachen, wie zum Beispiel einen TM-Markt. Wo man jede TM kaufen kann, nachdem man sehr viele Orden gesammelt hat. Genau. Ja. Und man kann sich ein Pokémon dazu bringen, dass es einen verfolgt, also wie auch ein Pokémon Gelb. Dafür müssen wir nur Select drücken und auf das Pokémon-Menü gehen, um einen Partner auszuwählen und ja, dann rennt es einem hinterher. Und sie wachsen einem näher heran mit der Zeit. Und das ist alles, was uns zu erzählen hat. Enjoy the game. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt nicht alles wirklich übersetzen können, was uns gesagt hat, aber wir werden das meistens noch schon selber rausfinden. Genau, und jetzt kommt hier das, was er erwähnt hat. Ich habe jetzt nichts gedrückt, sondern ich werde hier von selber gespeichert. Möchten wir speichern? Ja, speichern wir. Ja, wir möchten den alten überschreiben, das war ja nur mein Testspielstand. Genau, jetzt haben wir hier unseren Starter erhalten sofort, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Jetzt können wir unserem Incognito einen Spitznamen geben, das möchte ich jetzt mal nicht machen. Genau, jetzt können wir hier gleich eintragen, hier Incognito. Genau, das ist unser neues Team-Pokémon. Unser erstes von insgesamt 6. Ja, ich weiß, es ist ein etwas komisches Team-Pokémon, aber ich will mal das Spiel ein bisschen anders spielen, als man es sonst gewohnt ist. So, wir sind hier in Alabastia, der Heimatstadt von Rot, Blau und Grün.
Blaues Haus, alles klar. Und wir sind hier komischerweise vor Rots Haus gelandet. Das heißt jetzt Jankas Haus, okay. Also das ist mein Haus, ne? Ja. Welcome, willkommen zu Hause. Du solltest hier eine Weile dich ausruhen. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Okay, dann ruhen wir uns aus. Bitte sehr. Ja, unsere Pokémon sehen gut aus. Ja, das sagst du uns jedes Mal. Auch wenn sie kaputt sind. So, hier ist ein Radio. Erstmal Radiomusik hören. Place and people! Ja. So, jetzt nehmen wir hier erstmal unseren sporadischen Trank mit. Gibt's den? Es gibt keinen Trank! Oh mein Gott! Sowas kann nicht sein! Also den Trank, den will ich schon haben. Den, Moment, wir können uns hier auf die Karte anschauen. Ist das hier eine Karte? Ja, das ist eine Stadtkarte. Eine Stadtkarte, okay. Komischerweise sind hier mehrere Städte angezeigt. Also Alabastia, Route 1, Fatane City, Route 2, das kennen wir ja alles, ne? Es gibt hier sogar die Cerulean Cave, also die Azuria-Höhle. Underground, ach, das ist ja wie im Originalspiel. Diktas Höhle, Felstunnel. Ja, Safari-Zone gibt's auch, ja, Wahnsinn. Liebes Cinnabar, neue Seeschauminsel. Cinnabar Island, okay. Johto, Toyo-Fälle. Ja, wir sehen hier momentan Kanto. Johto können wir noch nicht sehen, aber wir können hier theoretisch sofort nach Johto rübergehen. Das Problem ist aber, wir können da zwar rübergehen, aber die wilden Pokémon, die wir begegnen, die haben es in sich. Also, wir müssten da schon etwas besser trainieren. Und der erste Endcounter. Ein Radfratz, natürlich. Typisch Route 1. Da gibt es Radfratz und Taubsis in Hülle und Fülle. Und es hat Level 6. Ob wir das besiegen können? Ich meine, wir haben nur einen Inkognito Level 5. Das könnte spannend werden. Es kommt drauf an. Erstmal muss man den. Also, wir müssen zuerst herausfinden, was für ein Typ unsere Hidden Power hat. Hidden Power hat ja immer einen eigenen Typen. Also Kampf können wir schon mal ausschließen, Geist auch. Geist wäre ja Katastrophe, dann könnte man gar keine Normal-Pokémon bekämpfen. Also es ist kein Geist und es ist kein Kampftyp, weil der wäre sehr effektiv. Wenn wir wissen, was für ein Typ unser Inkognito hat, dann dann können wir unser Team dementsprechend anpassen. Dann brauchen wir kein Pflanzen-Pokémon, wenn es eine Pflanzenattacke kann oder so. Genau. Inkognito. Habe ich da Inkognito geschrieben? Oh Gott. Moment, das muss ich schnell ändern. Moment, das. Entschuldigung, muss ich mir kurz hier. Na, fucking. Hier weg mit dir. So, das machen wir jetzt hier ganz geschmeidig hier weg, dieses Inkognito. Vielleicht sollte ich es jetzt einfach so benennen. Einfach so benennen, genau, so Spitzname. Na, verdammt, jetzt blödes Paint. Inkognito. So schreibt man es doch, oder? Inkognito. Ja, weil die ersten Erfahrungspunkte. Wir sollten so schnell wie es geht Fatania City erreichen, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir hier lang bestehen können mit unserem Level 5 Inkognito. Und hier ist, glaube ich, eine Trainerin, die sollten wir uns vermeiden. Ich glaube nicht, dass wir die besiegen können. Oh, die hat gerade drüber geschaut. Die schaut jetzt aber aktiv darüber. Die kontrolliert es ja regelrecht. Okay, jetzt ab. Nein, jetzt taucht da ein Pokémon auf. Verdammt. Und noch einmal ein Radfratz. Meine Güte. Hidden Power. Hidden Power hat übrigens nur 15 AP. Das müssten wir vielleicht erhöhen auf, keine Ahnung. 17 AP. Ich weiß nicht, wie hoch geht denn das maximal. 21 AP. Ich weiß nicht. Aber wir werden unsere Inkognito recht stark machen müssen. Das heißt, ja, wir werden es leveln müssen.
Wer weiß, vielleicht schmeiße ich es auch raus, wenn es wirklich hart zu schwach sein sollte. Aber für den Anfang ist es, glaube ich, recht witzig, ein Inkognito im Team zu haben. Vor allem ein A. Unser Inkognito hat den Buchstaben A. A steht für aller Anfang ist schwer. Oder aller Anfang ist anstrengend. Genau. Ach, fast Level 6. Aber das ist irgendwie mir egal, welches Level es hat, weil es kann eh keine neue Attacke lernen. ja. Okay. Good evening. You are too late. Welcome to our Pokémon Center. We can heal your Pokémon to perfect health. Shall we heal your Pokémon? Yes. Okay, may I see your Pokémon? Thank you for waiting. Your Pokémon are fully healed. We hope to see you again. Ja, das sagst du mir jedes Mal. So, jetzt nehmen wir mal Eispaket mit. Nein, machen wir nicht. Wir laufen jetzt auch hier direkt. Hat das Spiel eigentlich eine Story? Ich weiß es gar nicht. Ich habe ehrlich gesagt nicht geschaut, ob das Spiel eine Story hat. Naja, ist ja auch. Wir können hier unsere eigenen Ziele setzen. Oh, da ist ein Trainer. Aufpassen. Wollen wir den encountern? Ja, wir encountern den jetzt einfach mal. I'm only training one Pokémon. Er trainiert nur ein einziges Pokémon. Was für ein Noob. Ja gut, ich habe auch nur ein Pokémon. Wir sind beide Noobs, ist das nicht schön? Cool, wir beide sind Noobs. Ach, das Pokémon kenne ich doch. Oh, es hat das gleiche Level wie die anderen Ratfratz vorher. Geschenkte Erfahrungspunkte. Nimm das, Ratfratz. Defense sinkt. Autsch, das tut jetzt mehr weh. Weil er mich vorher mit Naruto geschlagen hat. Irgendwie so wie die Kinder in den 30er Jahren. Unknown Reach Level 6. Gib mir dein Gold. Gold sag ich. 48. Geizkragen. Dann besiege ich dein Ratsuchers Level 3 und was gibst du mir? Nur 48. So, hier ist der Fatania-Wald. Das ist übrigens ein Areal, was es im Originalspiel nicht gibt. I'm a bit nervous to go in Viridian's Forest. I heard there's trainers inside who wants to battle anyone they see. Also er hat Angst in den Fatania-Wald zu gehen, weil da viele Trainer sind, die gegen ihn kämpfen wollen, wenn sie ihn sehen. Viridian Forest. Echt, oder? Stand zwar unten im Bildschirm dran, aber okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. So gibt's hier das sporadische Gegengift hier in diesem Baum? Nein. Oh, aber es gibt ein Pokémon da in diesem Baum. Das haben wir wahrscheinlich gerade beim Schlafen gestört. Es tut mir leid, Raupsi. Es tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Hier, ich besieg dich jetzt. Dann kannst du besser schlafen. Aha, es ist sehr effektiv gegen Käfer. Okay. Das heißt, es könnte Feuer sein. Es könnte Gestein sein, es könnte Flug sein. Flug, Gestein, Feuer. Was gibt's denn noch? Ist effektiv. Gift? Ist Gift gegen Käfer effektiv? Gift sage ich. Psycho? Ne, Psycho ist nicht effektiv, nein. Also Feuer. Eis könnte auch sein, glaube ich. Oder ist Eis sehr effektiv gegen Käfer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwas, was sehr effektiv gegen Käfer ist. Also ich tendiere Feuer. Gestein oder Flug. Eins von den dreien. Vielleicht gibt es auch ein viertes, was mir gerade nicht einfällt. Superfee zum Beispiel, den es erst in Generation 10 geben wird. Ne? Den gibt es hier schon vorher. Ne? Ja. Und hier ist wieder eine Trainerin. Die macht hier so Pirouetten hier im Wald. Oh, ich bin eine Fee, ich drehe mich im Kreis. Oh, verdammt. Oh, ich wollte daraus ein Spiel machen, ich wollte rausgehen. Aus ihrem Blickfeld, wenn sie sich so zu uns dreht. Weißt du was, Pikachu kann hier gefunden werden. Nein. Wow. Ich weiß übrigens noch gar nicht, welches Team ich haben will. Ich weiß nicht, welches Team-Pokémon ich haben will.
Lucy, weißt du, welches Pokémon ich in meinem Team haben will? Also, Nidoran weiblich, ist ein Gift-Typ. Okay, es ist normal gegen Gift. Also es könnte nach wie vor Feuer sein, es könnte nach wie vor Pflanze sein, es könnte auch nach wie vor... Ja, Pflanze sag ich. Es könnte nach wie vor Gestein sein, es könnte nach wie vor Flug sein und es kann nach wie vor Feuer sein, vom Typ her. Und es benutzt Growl. Stirb Nidoran! Alles klar. Und der nächste ist... Ja. Sie hat es erwähnt. Hier kann Pikachus gefangen werden. Und sie hat eins. Alles klar. Und es kommt Donnerschock. Nicht schön. Nicht sehr effektiv. Moment, dann ist es Flug. Es könnte Flug sein. Weil Flug ist nicht effektiv gegen Elektro. Aber sehr effektiv gegen... Aber sehr effektiv gegen Käfer. Das heißt, wir haben jetzt ein Problem. Ja, es kann sein, dass die uns das platt macht. Aber ich wollte es schwer haben. Ich wollte natürlich das Inkognito nehmen. Habe ich irgendein Item? Ja, ich habe einen Trank. Überstehe ich noch einen weiteren Donnerschlag? Will ich das Risiko eingehen? Oder bringt es eher nicht so, wenn ich... Ach komm, ich gehe das Risiko ein. Let's do this. Das überlebst du. Fuck. Yanka is out of usable Pokémon. Yanka white it out. Oh no, I have lost against a trainer. That's not good. I got... Oh man. Okay, dann müssen wir ein bisschen grinden. Es hilft leider nichts. Dann grinden wir ein bisschen. Hier. Unser Unknown muss auf Level 1000 kommen. Yanka, 1000 gibt es nicht! Ich weiß. Aber es muss auf 1000 kommen, damit es gut ist. Gleich haben wir dieses Ratfratz platt gemacht. Eigentlich wäre es besser, wenn ich in dem Vertania-Ball trainiere, weil... Wenn die Kraftreserve wirklich vom Typ Flug... Flug ist... Ja, vom Typ Flug. Genau. Damit werden Felder sehr effektiv gegen Felder. Inkognito benutzt eine Flugattacke. Fällt sehr effektiv gegen das Feld-Pokémon. Oh Gott. Ich bin Gary Eich und ich habe verloren gegen einen 19. Trainer, der keine Bedeutung hier hat. Hallöchen. Haben wir schon... Ja, gegen dich haben wir schon gekämpft, genau. So, dann gehen wir hier wieder in den Wald des Grauens. Ich kann jetzt verstehen, warum du hier nicht reingehen willst. Okay, dann gehen wir hier weiter. Oh, ein Raubische wieder. Gibt es hier eigentlich Butterfreeze und so? Also, Smetbos? Der erste One-Hit-Kill in dem Spiel. Das gibt ja immerhin ein paar Erfahrungspunkte. Schneef. Und ein Honio, ein, was, wie heißt das, Weedle? Ja. Ein bisschen kenne ich den englischen Namen, muss ich sagen. Zum Beispiel Bieber heißt Beedrill. Und Kakuna heißt Kakuna, also wie Kakuna bloß mit einem A statt einem U, statt einem O. Kakuna. Ey, du Kakuna! Hey, wie beleidigt ein Kroate sein Geld? Ey, du Kakuna! Okay, war scheiße. Ein Hut. Hidden Power. Eigentlich könnte man ein paar neue Pokémon fangen.
Einfach, dass wir nicht so schnell down gehen, wenn unser Inkognito down geht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es hier das richtige Pokémon gibt, was ich haben will hier in diesem Wald. Naja, schauen wir mal. Vielleicht finden wir hier ein Celebi oder sowas. Oh, ein Beedrill! Vorhin habe ich es erwähnt. Und da kommt es. Es hat Level 8. Also schon ein ordentliches Level. Und es kann Fury Attack, also wie heißt die Attacke auf Deutsch? Furienschlag. Ja, aber Hidden Power ist nach wie vor sehr effektiv. Also, ja. B-Drill, sage ich. B-Attack. Ne, B-Attack, ja. B-Drill benutzt B-Attack. Eigentlich heißt Beedrill auf Deutsch wörtlich übersetzt Bienenbohrer. Bienenbohrer wurde besiegt. Und anderen heißt nichts wissen. Unbekannt. Irgendwie so, nichts wissen, unbekannt. Joa, ich glaube, ich halte jetzt mein Inkognito und hole mir. Ey, alter Sack, das steht mir nicht hier in dem Weg. So, Hallöchen, ich möchte die Sachen kaufen. Was gibt's denn hier alles? Paralyze Heal, Ice Heal, Burn Heal, Awakening, Antidotes, Pokéball. Kaufen wir mal so 5 Pokébälle, so standardmäßig. Ach shit, wir haben vorhin ein bisschen Geld verloren, weil wir verloren haben gegen diese Trainerin. Sache. Aber naja, was soll's. Good evening, you're out late. Welcome to our Pokémon Center. We can heal your Pokémon to perfect health. Shall we heal your Pokémon? Yes. Okay, may I see your Pokémon? Thank you for waiting. Your Pokémon are fully healed. We hope to see you again. Yeah. Goodbye. I don't want to see you again. I never want to see you again because you. You're always talking to me when I speak to you, and that annoys me so well, so much. I don't like it. I don't like it. I don't like talking to you. Hello there, what's up? Why are you on the other side? One day I will come to you, and I will fight against your Pokémon. Sorry, das ist jetzt Englisch wieder. Es tut mir leid, aber die verleitet mich dazu. Oh, schon wieder. Okay, dieses Mal. Mach ich dieses Spielchen. Moment. Wop. 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 You will never catch me. No, but I'm gonna take to our maximum overdrive. Oder was da klang dann da in dieser Sendung? Ah, Kakuna. Genau, Kakuna, sagt er. Hidden Power. Das ist ein guter EP-Snack. Vor allem, es kann nur Härtner. Theoretisch könnten wir es fangen. Aber die Frage ist, warum will ich es fangen? Ich habe keine Ahnung. Oh, hier ist ein Trainer. Weg. Schnell weg. Ich habe keine guten Erfahrungen mit Trainern. Oh, und hier ist auch einer. I'm searching for rare bugs. Er sucht nach seltenen Käfern. Ja, toll. Aber hier ist gar kein Gras. Hier wirst du nichts finden. Wenn du seltene Käfer willst, musst du ins Gras gehen. Ins hohe Gras. Ne? Nicht in das andere Gras, was es in Amsterdam zu kaufen gibt. Ein Spinarak. Okay, das ist ein Name, den würde ich nicht auf Englisch wissen. Leberak. Naja, aber die Hauptsache ist, unser Inkognito hat sehr effektive Treffer gegen die ganzen Käfer. Das macht ihn zu einem Flug-Pokémon. Ein Ladybug. Unknown used Hidden Power. Alright, a critical. Ein Crit. Er crit zu viel. Und Level 9.
Spoiler, Ikokrito lernt keine neue Attacke. Ein Venorat. Venonat. Okay, wisst ihr jetzt auch nicht, was es auf Englisch wäre. Blutzuck. Auch sehr effektiv. Wir haben einen Tauboga bei uns. Genau, Unknown ist jetzt ein Tauboga. Bugcatcher Victor was defeated. Maybe I'm a bug. Ja, vielleicht ist er ein Fehler. Ein Bug, versteht ihr Fehler? Don't go catching all the bugs. Wait. This is a bug? Ja. Danke, found Pokeball. Geil, noch ein Pokéball in meiner Pokéball-Sammlung. Und was kommt jetzt? Caterpie. Tja, wieder ein EP-Snack. Njam, 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 njam. Ein Treffer. Und tot. Ja, gibt wenig Erfahrungspunkte. Ui, hier ist so ein Typ mit einem Carpador. Was hast du zu sagen? Hä? Who are you? Wer bist du? Ich sehe... Leute nennen mich Nept. Ich bin hier, um meinen Carpador zu trainieren. Es funktioniert toll. Gut. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Wie wär's mit einem Kampf? Ja. Viel Glück! Hallöchen, mein Name ist Neff, ich will kämpfen. Hier, mein Spiro, das habe ich seit ich 3 war. Jetzt hat Level 4. Ja, dann benutzen wir Hidden Power, ne? Flug gegen Flug. Ich frag mich, was passiert. Nee, Flug funktioniert gegen jeden Typen. Aber ich frag mich, was passiert, wenn Kraftreserve vom Typ Boden wäre. Und das ist dein Carpador. Was macht er? Hoping for Divine Intervention hier. Ich hoffe, du du verzeihst mir diese Unterbrechung hier. Du störst! Was ist das? Enemy Magikarp's Berserk Gen activated. was? Enemy Magikarp became confused. Okay. Alles klar. Enemy Magikarp used Dragon Rage. Hey, unfair. Ach, das ist doch unfair, Drecksau. Er hat mich betrogen. Er hat mich betrogen. Die Drecksau hat mich betrogen. Das ist kein Carpador. Don't ever talk to me or my carp ever again. Yankees. Oh, wie gemein. Die Drecksau hat mich gekillt mit dem Carpador. Ich glaube, ich gehe wieder nach Hause. Also, ich gehe dann mal wieder nach Hause. Die Drecksau hat mich betrogen. Ich habe das klaut mir doch keiner. Er hat mich mit dem Carpador besiegt. Dieser Cheater. Ah, blödes Ratzfratz. So. Scheiß Spiel. Redet man mit irgendeiner Person, die hilflos erscheint, mit dem Carpador? Und dann kann dieses Carpador Drachenmut. Wer redet denn mit sowas? Na gut, eigentlich muss ich damit rechnen, weil es ein Hack ist. In Hack passieren lauter solche komischen Sachen. Ach, mein Gott, okay. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Ja. Toller Start, wir sind 2 Minuten in Ohnmacht gefallen. Es kann nur besser werden. Also, mach's gut, euer Janka. Ciao. Geschlagen von einem Carpador. Meine Rache wird brutal sein.